Okay, meine Damen und Herren, wir können in die letzte Runde gehen. Letzte heißt nicht, dass es die unwichtigste ist, sondern die jüngere Generation muss ja in Anführung das ausbaden, was jetzt beschlossen worden ist. Und es gab ja heute auch einmal schon den Diskussionsbeitrag, dass immer Rentenpolitik Gegenwartspolitik war. Bei Zimmer ist das ja so ein bisschen aufgeleuchtet. Und wir haben die Chance, sozusagen auch die Perspektive einzubringen und vielleicht die ein oder anderen Aspekte, die noch etwas untergegangen sind. Vielleicht beginnen wir ganz einfach mal rechts von meiner Seite aus bei Frau Detlefsen. Sie ist ehrenamtlich in der Bundestarifkommission von Verdi. Haben Sie schon mal bei Ihnen auf den Rentenzettel geguckt? Wenn Sie 65 sind oder noch älter, was steht da drauf? Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen. Funktioniert das ja, ne? Für dieses Jahr habe ich, glaube ich, noch keinen bekommen, aber ich glaube, es liegt mittlerweile bei so 120 Euro. Allerdings habe ich dieses Jahr auch schon ein 10-jähriges Dienstjubiläum. 120 Euro? Ja, so um den Dreh. Aha. Haben Sie auch schon so einen Zettel gekriegt? Ist das jetzt hier meins? Ja, habe ich bekommen. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich habe nicht präsent, wie viel da draufsteht. Und da ich Student bin und nur daneben arbeite, hoffe ich, dass das nicht zukunftsweisend sein wird für das, was mal rauskommt. Aber das Studium wird ja auch nicht mehr sozusagen in Rentenpunkten anerkannt. Nee, genau. Das wäre sonst was für Langzeitstudierende vielleicht. Und was studieren Sie? Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Mhm. Und Ihre Kollegin nebendran, darf ich auch mal diesen... Ich weiß gar nicht, wie ich das Lachen interpretieren soll an der Stelle. Frau Rabente von DGB Jugend Köln, darf ich Ihnen auch diese indiskrete Frage stellen, was bei Ihrem Zettel draufsteht? Ich bin auch noch am Studieren und es wird auch noch nicht so viel sein. Mhm. Und der Kollege Geschäftsführer auf der äußersten Linken von mir aus, Jannis Ehling, Bundesgeschäftsführer Linke SDS. Ich gehöre zu der aussterbenden Gattung der Langzeitstudenten, deswegen. Ja, aber Ihren Job als Geschäftsführer, machen Sie das auch ehrenamtlich? Ich schreibe gerade noch meine Abschlussarbeit nebenbei oder versuche es zumindest. Also es gibt noch keinen Zettel? Naja, ich habe einen Zettel, aber ich habe noch nicht drauf geguckt. Aber das klingt alles ziemlich unbeschwert. Nee, ich vielleicht auch, weil ich es nicht wissen will. Okay, gut. Nun ist es so, dass Herr Hohlemann, das ist so ein Jugendforscher in München, sich zu der Frage Jugend und Rente so äußert, das ist vielleicht auch so ein Spiegel von heute im Tag, dass junge Leute sich nicht kümmern, weil es so verdammt schwierig ist. Erinnern sich an den ganzen Vortrag, den wir gehört haben, über die Einzelheiten, zu komplex und es liegt zu weit weg. Ist das auch Ihre Einschätzung, dass junge Leute im Grunde diese elementar wichtige Frage so ein bisschen nach hinten verschieben? Ich glaube eher, dass es so ist, dass vielleicht man eher den Eindruck hat, es ist ein schwieriges Thema, über das auch immer gesagt wird, die Renten, du brauchst dir keine Sorgen, du brauchst dir sowieso keine Hoffnung mehr machen auf die Rente. Wenn du erstmal 67 bist, kriegst du sowieso nichts mehr. Das ist sowas, was auch vorherrscht, was mir auch im Betrieb ständig begegnet. Und eigentlich ist das Thema ja aber so, wenn man sich mal mit beschäftigt, auch nicht wiederum so kompliziert. Also man kann sich das ja schon angucken und weiß dann ungefähr, was man zu erwarten hat. Was allerdings schwierig ist, ist natürlich zu entscheiden, in welcher Art und Weise sorge ich denn dann für mich. Also ich habe auch einen Riester-Vertrag, den ich eigentlich gerne loswerden möchte. Ich zahle jetzt trotzdem weiter ein. Ich habe mich noch nicht dazu durchgerungen, den jetzt zu kündigen. Wenn Sie sagen, ich kriege sowieso nichts, das klingt so ein bisschen wie gelassener Fatalismus. Nee, da haben Sie mich, glaube ich, falsch verstanden. Ich glaube, das ist eher das, oder das ist das, was mir im Betrieb oder im Alltag begegnet. Du kriegst ja sowieso nichts, wenn du alt bist. Ob das tatsächlich dann am Ende so sein wird, möchte ich erstmal in Frage stellen, weil wer kann mir denn heute sagen, was irgendwann mal in 39, 40 Jahren, wenn ich in Rente bin, tatsächlich ist? Frau Rabente, wie würden Sie denn die Stimmungslage aus Ihrer politischen Arbeit und im Umfeld sehen bei jungen Leuten? Wie sehen die die Rente? Wo sehen Sie da Defizite bei der Wahrnehmung und bei der Beschäftigung mit dem Thema? Also wir haben ja auch mit sehr vielen jungen Menschen zu tun, die eben nicht mehr die Lebensläufe haben, die vielleicht die älteren Generationen noch kennen. Also wir haben sehr viele junge Menschen, die eben in atypischen Beschäftigungen sind, die eben auch längere Ausbildungswege vor sich haben oder längere Ausbildungswege bestreiten. Und damit will ich jetzt nicht nur Studierende meinen, damit will ich eben auch Menschen meinen, die noch Praktika machen müssen oder auch machen wollen, die eben noch
die mehrere Ausbildungen machen müssen, vielleicht auch, weil sie in ihrem ersten Ausbildungsberuf einfach keinen Job finden. Dann gibt es eben auch noch viele junge Menschen, die eben in Zeit- und Leiharbeit erstmal kommen nach der Ausbildung. Und dann gibt es eben auch noch die Problematik für gerade auch junge Frauen, weil junge Frauen sind davon leider auch immer noch mehr betroffen, dass eben auch die Betreuung von Kindern nicht so möglich ist, dass da eben eine Vollzeitbeschäftigung in Aussicht steht. Herr Detlef, wie ist Ihre Einschätzung, diese, was wir auch schon stimmungsmäßig gehört haben, warum ist dieses Thema Rente mit all dieser Brisanz aus Ihrer Sicht bei jungen Leuten scheinbar nicht so präsent? Ehling was, aber ist ja auch schon das letzte Panel. Sie haben vollkommen recht. Ich bin super, dass Sie Verständnis haben. Ich moderiere auch hin und wieder mal Parteiveranstaltungen. Das ist teils noch weitaus anstrengend. Ne? Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, vor dem politischen Horizont, mit dem die meisten Leute in meiner Generation aufgewachsen sind. Ich meine, die haben Kohl mitbekommen, dann haben sie Schröder und Fischer mitbekommen und jetzt Merkel. Da haben sie nicht mitbekommen, dass sich Politik irgendwie zum Besseren verändern kann oder dass man politisch selbst irgendwie was bewegen kann. Also die eigene politische Wirkmächtigkeit wird von vielen gar nicht so gesehen und das betrifft auch das Thema Rente meines Erachtens nach. Die Komplexität, dass dieses Zahlengewitter, die Komplexität, wie das sich aufbaut, was ein Rentenfaktor ist und was vor allen Dingen auch die einzelnen Jahre angeht und die Zusammenrechnung und welche Sonderfaktoren. Das, glauben Sie, spielt keine Rolle, dass man im Grunde eigentlich doch wirklich nur ganz schwer da reinkommt, weil es echt kompliziert ist. Ja, jetzt muss Matthias mal tapfer sein. Das Thema ist natürlich in dem Alter ein bisschen unsexy, gerade wenn es mit vielen Zahlen zu tun hat. Aber ich glaube, wenn man das erste Mal dann den Zettel hat und draufschaut, dann wird es dann präsent. Das ist ja bei vielen anderen Themen genauso. Herr Kühnert, wie ist Ihre Einschätzung? Sie haben ja, ich weiß nicht, spielt das bei den Jusos auf Bundesebene überhaupt eine relevante Rolle, die ganze Rentendiskussion aus der Perspektive der Jungen? Ja, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich würde gar nicht mal sagen, und da stimme ich dann wahrscheinlich mit den anderen überein, so aus der eigenen Biografie heraus, weil ich nehme es tatsächlich in meinem Umfeld auch bei den Jusos ebenfalls so war, dass es in den persönlichen Gesprächen nicht so einen großen Raum einnimmt, dass man sich wenig darüber austauscht, dass vielleicht auch wirklich eine gewisse Angst davor da ist. Ich will mich gar nicht so intensiv damit beschäftigen, weil ich Angst davor habe, was dann da eigentlich am Ende bei rauskommt. Uns macht es vor allem als politischer Verband natürlich Sorge, wenn es um die Frage geht, wie wir eigentlich in Zukunft Rente gestalten wollen und wen wir dann in der Gesellschaft noch an unserer Seite wissen können. Ich würde das mal so zusammenfassen, wir haben heute ganz viel gehört, muss ich alles nicht nochmal wiedergeben, zur Frage, welche Faktoren zum Vertrauensverlust im Bereich Rente beigetragen haben, dass wir einen Akzeptanzverlust heute, was Generationenvertrag haben, dass der im Raum steht, dass die Lebensstandardsicherung und die Armutsfestigkeit nicht gesichert ist. Und was, glaube ich, jetzt im Moment entsteht, und das ist eine politische Aufgabe, die wir auch alle mitnehmen müssen, ist, es wächst jetzt eine Generation heran, Sie kennen den Begriff Digital Natives für diejenigen, die groß werden in einer Welt, in der es selbstverständlich, dass es PCs und mobile Endgeräte gibt. Und ich finde, wenn wir das auf die Rente übertragen, dann entsteht jetzt eine Generation der, weiß ich nicht, Privatvorsorge-Natives oder so. Da wächst eine Generation heran, die kennt es nicht mehr anders, höchstens noch aus Erzählungen. Und wenn wir nicht aufpassen und bald von politischen Dreh in diese Debatte reinkriegen, und da sind wir auf der politischen Linken dann alle gefordert, dann überkommt uns diese Debatte, dann sind irgendwann keine Leute mehr da, die sich daran erinnern, was eine gesetzliche, armutsfeste Rente ist, die Lebensstandards sichern am besten ist. Und deswegen haben wir ein bisschen Zeitdruck in der ganzen Frage, dass wir jetzt mal in die Puschen kommen. Das heißt, dass Sie, wenn ich Sie recht verstehe von Ihrer Analyse, die ist ja sehr weitgehend, ist es so, dass die jüngeren Leute so desillusioniert sind und so in einem bestimmten Informationsfluss sind, dass sie gar nicht mehr wissen, was sozusagen diese Grundfeste einer gesetzlichen Rentenversicherung ist. So weit würden Sie gehen? Ja, ich glaube, wir sind noch nah genug dran. Wir haben in der Regel alle in unseren Familien noch Vorbilder, bei denen wir sehen können, was eine normale, in Anführungszeichen, Rente sein kann. Aber natürlich, das ist schon erwähnt worden, verfängt diese immer wiederkehrende, mantraartige Erzählung, das kann nicht immer so bleiben, das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Und vor allem natürlich auch diese völlig irrige Argumentation, in eurem eigenen Interesse müssen wir diesen Generationenvertrag ein Stück weit aufgeben. Da wird Leuten es schmackhaft gemacht, aus diesem System auszusteigen, in der Annahme, sie hätten was davon, aber was sie dafür bekommen am Ende, ist selber geringere Renten, längere Lebensarbeitszeit und weniger Aufstiegschancen am Ende noch in den Betrieben, weil nämlich die anderen
Älteren sich zu Tode rackern müssen und bis 70 oder darüber hinaus irgendwann in den Führungspositionen sitzen werden. Das alles kommt am Ende zusammen und das wird denen als Generationengerechtigkeit für Sie verkauft. Das ist natürlich ganz schön dämlich. Aber jetzt nochmal, Sie haben ja als Jugendorganisation einer größeren Partei die Möglichkeit einzuwirken. Und wenn ich das richtig sehe, ist die Juso-Position identisch, so habe ich es beim Interview jedenfalls mit Ihrer Vorsitzenden mitgekriegt, wie die Parlamentarische Linke. Eigene strategische oder programmatische Positionen haben Sie darüber hinaus nicht, oder ist das falsch bis jetzt wahrgenommen? Naja, das ist jetzt eine Frage der politischen Bewertung, ob Sie das schlecht finden, was die Parlamentarische Linke erstmal vorschlägt. Schlecht, neutral ist, aber Sie haben sich da angekoppelt, ist das richtig? Na, wir stimmen uns natürlich ab. Also Sie sprechen ja an die Frage der politischen Wirkmächtigkeit am Ende. Nun überschätzen wir unsere eigene Position nicht. Wie bei allen politischen Jugendverbänden ist es so, dass wir leider schon rein quantitativ nicht die Mehrheit in Organisationen stellen. Von Parlamenten und so wollen wir mal gar nicht sprechen. Und deswegen kommt es natürlich darauf an, sich zu vernetzen. Und dafür habe ich ja eben schon geworben, eigentlich nicht mal nur innerhalb der einzelnen Parteien, sondern über die Parteispektren hinaus. Denn wir müssen ja auch ein bisschen schauen, was ist am Ende politisch mehrheitsfähig. Und da kristallisieren wir Punkte für uns raus, die wir für unverrückbar halten. Da geht es um die Frage des Sicherungsniveaus, wo wir uns natürlich was Höheres vorstellen, mit wenigstens 50%, als Andrea Nahles es eingebracht hat. Wir sind aber, das ist dann vielleicht irgendwie, also man muss sich Sisyphus als Sozialdemokraten vorstellen, würde ich dann immer sagen. Es ist ja schon ein Fortschritt, dass jetzt bei dem Vorschlag von Andrea Nahles zumindest mal eine 46 genannt ist. Die reicht mir zwar absolut nicht, hätte ich aber vor 2-3 Jahren nicht mein Otto drunter gesetzt, dass wir diesen Dreh in die Debatte wieder mit reinbekommen. Und ich glaube schon, das ist auch ein Ergebnis von innerparteilichen Prozessen, bei denen es weitergehen muss. Solidarrente und Verbesserungen bei Erwerbsminderung sind weitere Punkte, die als nächstes kommen müssen. Also ist eine gewisse Zufriedenheit mit dem Konzept jetzt? Von Andrea Nahles? Ja. Nee, natürlich nicht eine Zufriedenheit. Das ist ja klar. Zufrieden wäre ich, wenn es unser Konzept wäre. Aber ich finde schon, man muss zur Kenntnis nehmen, dass wieder eine Bewegung reinkommt. Ich glaube, dieses Konzept, wie es jetzt in den Raum gestellt ist, ist nicht dazu da, beschlossen zu werden, weil diese Koalition wird das so nicht mehr machen und unter welchen politischen Gegebenheiten wir das in den nächsten 4 Jahren oder auch darüber hinaus diskutieren, das ist eine Sache, die entscheidet sich im September ganz maßgeblich. So, aber es ist erstmal wieder, also ich glaube, es ist ein Dreh in die innerparteiliche Debatte reingekommen, den ich nicht zwingend erwartet hätte. Muss man erstmal mit zufrieden sein, glaube ich. Frau Detlefsen, ist immer die Rede von Dreh. Aus Ihrer praktischen Arbeit Personalrätin, haben Sie irgendwie Überlegungen, wie man das Thema in seiner Brisanz und seiner Tragweite bei den jüngeren Leuten stärker verankern könnte? Haben Sie so einen Impuls, was man machen könnte, um da ja, vielleicht ein großes Wort wie Widerstand, Revolte, sich melden, produzieren kann? Naja, ich bin Personalrätin und bin ja auch in der Gewerkschaft Verdi und natürlich nutzen wir im Betrieb als Vertrauensleute, als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter das Material zur Rentenkampagne, was es jetzt gibt. Wir finden es wichtig, dass es in die Betriebe hineingetragen wird und in die gesamte Bevölkerung hereingeht, weil ich glaube, dass eben das auch Problem ist, dass sich eine junge Generation, die es heute gibt oder generell viele, ich will das gar nicht mal auf junge bis zu einem bestimmten Alter beschränken, sondern viele Menschen das Gefühl haben, dass ihre Sorgen und Nöte in der Politik überhaupt nicht umgesetzt werden. Deswegen ist es wichtig, dass so eine Bewegung von unten aufgebaut wird. Deswegen setzen wir uns in den Betrieben dafür ein, nehmen das Material mit, sprechen mit den Menschen, machen dort aktive Mittagspausen, wo wir das Zeug verteilen und mit den Leuten halt darüber reden. Was bedeutet das für dich, wenn die Rente auf ein bestimmtes Niveau hinabsinkt? Wir hatten gerade letztes Jahr, eine Auseinandersetzung im öffentlichen Dienst, wo es um Betriebsrenten geht. Und da hat man auch ganz massiv gemerkt, dass sich viele Leute erstmal nicht unbedingt damit beschäftigen. Wenn dann aber so ein System komplett auf dem Spiel steht, da eine enorme Bewegung hinterkommen kann. Und da ist es uns geglückt, tatsächlich alle Gefahren, die da drohten, abzuwenden. Und wie ist Ihr Eindruck, wenn das so ist, diese aktive Mittagspause, diese Ansprache? Also ich glaube, die Fakten sind ja eindeutig genug. Wer es wissen will, glaube ich, kann es wissen. Wie kommen Sie an mit dieser Neudeutsch-Mobilisierungsarbeit? Fruchtet das aus Ihrer Sicht oder sehen Sie auch, was teilweise jetzt ja diskutiert worden ist, dass auch diese Abstumpfung oder dieses Egal und diese Hoffnungslosigkeit dominiert? Also, dass es den Menschen egal ist, habe ich bisher noch nicht erlebt. Wenn man mit den Leuten spricht, dann ist es schon so, dass ein Interesse da ist. Aber was halt oft begegnet ist, eher dieses Gefühl, es ändert sich ja nichts. Und ich glaube, daran muss man arbeiten. Ich glaube, die Menschen haben nicht mehr das Gefühl, dass sie selber Einfluss haben auf die Politik, die gemacht wird. Frau Rament, wie ist Ihre Einschätzung aus der Praxis, wo Sie aktiv sind? Wann kriegen Sie diesen Dreh, von dem die Rede war, dass mehr Interesse ist, das überhaupt wahrzunehmen? Ich denke, wir müssen diesen Punkt Rente einfach in einem eben in einer gesamtgesellschaftlichen Lage sehen.
wir haben das Problem, wir haben einen Wirtschaftsaufschwung, von dem die Menschen aber einfach nicht profitieren. Da kommt einfach nichts bei den Menschen an. Und Renten sind ja auch immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und wenn es keine Lohnsteigerung gibt, also auch Löhne stagnieren beziehungsweise werden in der Gesamtsumme eher weniger, da müssen wir auch an den Punkt kommen zu sagen, wie kriegen wir das denn hin, die Situation der Menschen auch jetzt in dem Moment zu verbessern, weil damit wird ja auch auf längere Sicht eben die Rente auch wieder gestärkt. Und dann kommen natürlich noch diese ganzen Punkte dazu, dass eben wir in einer Generation aufwachsen, in der eben dieses Bild von dem Gefühl, die Rente ist sicher, nicht mehr vorhanden ist. Da müssen wir natürlich auch mit den jungen Menschen drüber sprechen, da müssen wir auch drüber aufklären, aber das geht aus meiner Sicht nicht ohne auch auf, darauf aufmerksam zu machen, was es halt zum Beispiel auch für Verbindungen zu Löhnen etc. zu der Arbeitswelt, die sie jetzt betrifft. Deswegen denke ich, bei den jungen Menschen muss man da auf verschiedenen Ebenen ansetzen, und dann kann man aber auch die Verbindung zur Rente durchaus ziehen. Das war der Weg, den Sie beschrieben haben, und jetzt, wenn Sie das schon mal praktisch angewendet haben, wie ist da Ihre Erfahrung, wenn Sie das mal spiegeln mit der konkreten Arbeit? Wie weit kommen Sie mit dem Konzept? Das ist ja in sich schlüssig und nachvollziehbar, aber kommen Sie damit auch an? Also vielleicht auch nochmal, was wir als DGB Jugend Köln machen. Wir sind ein Jugendvorstand und wir haben sehr viele verschiedene Aktionen und Kampagnen, wo wir halt auch in die Öffentlichkeit treten und mit denen wir nach draußen gehen. Aber tatsächlich ist es dann das, was unsere Kolleginnen und Kollegen eben in den Betrieben, was die damit zu tun haben, was die mit den Leuten besprechen. Und wir als DGB Jugend Köln, wir haben auch das Thema Rente auf dem Blick und wir nehmen das auch in verschiedene andere Bereiche mit rein. Aber wir haben halt auch sehr viele andere Probleme, die junge Menschen derzeit beschäftigen. Und das ist eben Praktika, atypische Beschäftigung, Zeit- und Leiharbeit. Und da müssen wir halt dann immer gucken, dass wir bei diesen Aktionen und Kampagnen und Gesprächen, dass wir da halt tatsächlich auch das Thema Rente und auch Altersarmut mit in Verbindung bringen. Es gibt so viele Dinge auf der Tagesordnung, dass man ganz schön überlegen muss, wo man überhaupt beginnt. Naja, also als Gewerkschaft oder als DGB übernehmen wir halt auch sehr viele allgemeinpolitische Bereiche, wo wir uns halt mit sehr, sehr vielen verschiedenen Dingen auseinandersetzen. Und da ist dann halt auch immer die Frage, wo werden wir uns jetzt unseren Schwerpunkt hinsetzen und was werden wir jetzt aktuell eben anpacken? Und da ist natürlich auch so eine Kampagne vom DGB für uns sehr, sehr unterstützend, dass wir dahingehend auch noch sehr aktiv werden können. Herr Ehling, wie ist Ihre Bilanz, der sogenannte Dreh, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen? Wo haben Sie aus Ihrer Sicht die besten Anknüpfungspunkte, wo Sie das Gefühl haben, erfolgreich zu sein, was wirklich durchzudrücken? Naja, zwei Sachen. Also erstmal würde ich sagen, wenn ich jetzt als Vorsitzender vom Studierendenverband ankommen würde und sagen würde, wir fassen jetzt wegweisende Beschlüsse zur Rente, würden mich die Leute angucken wie ein Auto. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier den Teilnehmenden geht, als sie etwas jünger waren, ob sie die Rente quasi auch als das brennendste Thema empfunden haben. Also wenn ich jetzt sagen würde, es ist unser vordringlichstes Thema, würde ich einfach lügen. Ich glaube, es geht eher darum, wieder den vielen Menschen das Gefühl zu geben, dass es eine politische Wirkmächtigkeit gibt. Und wenn man das wieder verbreitert, ist das überhaupt die Voraussetzung dafür, glaube ich, auch bei der Rente wieder was drehen zu können. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt ja dann manchmal so kleine Fenster, Öffentlichkeitsfensterchen, wenn zum Beispiel der Vorsitzende von der Jungen Union sagt und ganz intensiv wirbt für die Rente mit 70, ab 70. Ja, also das finde ich jetzt nicht, also mit 70 ist ja gut, aber ab... Genau, also finde ich nicht so prickelnd und auch die Aussicht auf Altersarmut ist nicht so prickelnd. Da kann man dann schon mal intervenieren, aber ansonsten sehe ich da die Möglichkeiten, ehrlich gesagt, nicht so rosig. Ziemlich Übereinstimmung. Wenn wir jetzt, wir gehen mal einen Schritt weiter, auch wenn es jetzt zugespitzt ist, man, das Schlusspanel soll ein bisschen den Tag auch ja reflektieren oder so weiter. Wenn Sie sehen, als Verdi-Vertreterin, Ihre Spitzen und die Gewerkschaftsführer sind in dem politischen Geschäft drin und fordern ihre Positionen. Und es kommt ja immer wieder raus, dass eigentlich
die jeweilige agierende Generation schaut, dass sie zurechtkommt. Wenn man die Rentenpolitik rückwärts sieht, haben immer die Leute, die vorher waren, ganz gut sozusagen ihr Auskommen gehabt und es wurde auch dafür entsprechend politisch gearbeitet. Haben Sie als Verdi, jungen Funktionären oder wie man das nennen will, oder Ehrenamtliche, haben Sie das Gefühl, dass die Alten, die vorne stehen, die auch wirklich Macht haben, ein Stück weit jedenfalls Diskursmacht, dass die Jugend ausreichend im Blick haben oder fühlen sie sich nicht vernachlässigt? Also in die aktuellen führenden Köpfe habe ich da tatsächlich volles Vertrauen, dass sie die Jugend im Blick haben. Das habe ich in mehreren Tarifrunden erlebt. Wir haben gerade im Bereich von Auszubildenden sehr hohe Lohnsteigerungen in den letzten Jahren, seit ich dabei bin, durchgesetzt. Das hat natürlich auch was mit Verhandlungsführung zu tun und das ist dann auch in Persona Frank Sirske. Der nimmt die Forderungen da ernst und immer steigende Löhne haben dann auch was mit steigenden Renten zu tun. Von daher sehe ich da keinen Konflikt. Insgesamt muss man schon sagen, dass auch innerhalb der Gewerkschaft ein hohes Durchschnittsalter ist. Und so ist es aber auch insgesamt in der Bevölkerung. Das ist aber auch nicht unbedingt schädlich. Es ist immer so, dass die aktive arbeitende Generation beide, die vorhergehende und die nachfolgende Generation, mitversorgt. Und natürlich guckt man dann auch, dass man etwas hinbekommt, was für alle das Beste ist. So ist zumindest immer das System gewesen. Wenn man jetzt sagt, sorgt alle privat vor, dann ist das eine Abkehr von diesem System und das finde ich verkehrt. Also wenn man die Zahlen sieht, die auch dann hochgerechnet werden, kann man ja von Mitversorgung der jüngeren Generation kaum sprechen. Also Verdi selbst hat ja auch die wunderbare Zahl rausgebracht, dass dieses klassische Durchschnittseinkommen 2500 brutto, was das faktisch heißt für eine ganz, ganz große Zahl der Menschen, die dann sozusagen bei der Grundsicherung landen. Und wir haben jetzt doch die Situation, dass die jüngere Generation gar nicht mehr diesen Lebenslauf 45 Jahre hat an einem Platz oder über eine Periode hinweg, sondern viele leere Zeiten da sind. Fühlen Sie das, ich habe das vielleicht nicht klar genug, fühlen Sie das, diese Brisanz in der jüngeren Generation, dass die ausreichend oben wahrgenommen ist? Das, was Sie ansprechen, hat ja was damit zu tun, wie Erwerbsverläufe ausgestaltet sind. Dass es heute viele junge Menschen gibt, die in prekären Beschäftigungen sind und auch nicht nur junge Menschen, sondern dass es einfach viele Menschen gibt, die zu wenig Geld verdienen. Das hat was mit der aktuellen Verteilung von Einkommen zu tun. Und das ist aber nicht das, was ich meine mit vorhergehende und nachfolgende Generationenversorgung. Damit meine ich, dass es eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dass Kinder versorgt werden, dass es Kitas gibt, dass Eltern sich Zeit nehmen können, um ihre Kinder großzuziehen, dass sowas in der Rente anerkannt wird, dass bei der älteren Generation eben auch die Versorgung im Alter sichergestellt wird, nicht nur durch die Rente, sondern auch durch Pflegeheime, durch Altenheime. Das wird alles durch Steuermittel auch finanziert. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und das stemmt natürlich immer die aktiv Arbeit Generation. Wenn diese Generation aber weniger Geld verdient, weil es eben schlechte Arbeitsbedingungen gibt, schlechte Entlohnungsverhältnisse, dann kommt es zu einem Verteilungskampf zwischen Menschen, die wenig haben. Herr Kühnert, wir machen mal ein Gedankenexperiment. Ne? Und es ist ja so, im Grunde, wenn man mathematisch rangeht und liest die etwas harten Studien, dann bleibt für die jüngere Generation nach dem jetzigen Modell, wenn das alles so eintritt, relativ wenig übrig. Jedenfalls für sehr viele, aufgrund gebrochener Biografien oder diskontinuierlicher Beschäftigung. Macht Sie das nicht sauer, dass diese Frage eigentlich niemand auch in der SPD-Spitze artikuliert, sondern im Grunde ist es doch so, man versucht sich jetzt mit dem Konzept einigermaßen zu strecken, dass es so gerade so weitergeht. Aber wir haben ja heute gehört über den ganzen Tag, dass außer in Anführung kosmetischer Korrekturen wenig Fundamentales passiert. Gibt das nicht einen Zorn bei Ihnen oder sowas Ähnliches wie Wut? Ich weiß es nicht. Grundsätzlich natürlich schon. Jetzt aber nicht nur gegenüber der SPD-Führung, sondern gegenüber allen, die keine Fantasie aufbringen können, diese Debatte mal ein bisschen voranzubringen. Ich hoffe, es mag naiv sein, so ein bisschen auf die normative Kraft des Faktischen dabei, dass wenn diese Entwicklung weiter anhält, es irgendwann quasi zwanghaft so sein wird, dass wir uns über andere Lösungen Gedanken machen müssen. Da sind wir natürlich auch mit dabei zu sagen, Erwerbstätigenversicherung ist ein Schritt, der so schnell wie möglich kommen muss. Selbstverständlich gehört das mit dazu. Aber natürlich geht es auch um eine Berücksichtigung moderner Erwerbsbiografien, die nun mal anders sind, die sich auch mit Eckrentnern und so weiter nicht mehr adäquat abbilden lassen, einfach. Und mir geht es darum, und das geht vielleicht auch nochmal in Richtung dieser Frage, die hier oben dran steht, Generation oder Verteilungskonflikt. Ich glaube, wir können das kurz machen, für uns ist das alle hier ein Verteilungskonflikt und kein Generationenkonflikt, aber Verteilung
Verteilung in einer demokratisch organisierten Gesellschaft heißt eben auch, das wird politisch entschieden, wie verteilt wird. Deswegen ist es eigentlich im weiteren Sinne nicht mal nur ein Verteilungskonflikt, es ist ein politischer Konflikt, der dahinter steht. Und deswegen gibt es auch keine Alternativlosigkeit bei der Frage, wie es mit der Rente weitergeht, sondern es stehen ganz unterschiedliche Optionen auf dem Tisch, um einfach mal ein paar davon zu nennen, ganz wertfrei. Wenn es um Rente geht, kann man natürlich ans Renteneintrittsalter rangehen, man kann an die Beiträge rangehen, man kann an das Rentenniveau rangehen, man kann an Steuerzuschüsse rangehen, um mal so vier prominente Möglichkeiten zu nennen. Es ist eine durch und durch politische Entscheidung, welche Hebel davon in welchem Verhältnis zueinander wir betätigen wollen, um Rente am Ende zukunftsfest zu machen. Ich glaube, es können alle erahnen, welche Hebel ich da jetzt in etwa oder die Jusos bedienen würden, und auch da werden wir nicht so weit auseinander liegen. Aber darauf werden wir natürlich achten, auch innerhalb unserer Partei darauf hinzuweisen, dass wir nicht ohnmächtig sind, sondern dass wir es selber in der Hand haben, wie wir Rente ausgestalten. Die frühere Juso-Vorsitzende, jetzige Ministerin für das Fachressort, so hat ja im Spätsommer auch mit den Jugendorganisationen geredet. Ich weiß nicht, ob Sie dabei waren im Rahmen dieser Bürgerdialoge und so weiter. Haben Sie was gehört von dieser Sitzung? Machen Sie ganz konkret, damit das vielleicht nicht so kuschelig wird, machen Sie Andrea Nahles auch genug Druck? Oder sind Sie gehandicapt, weil sie früher mal Vorsitzende war? Nee, wir haben einen guten Draht zu Andrea Nahles und wir nutzen den natürlich auch. Also geht ja nicht einfach nur darum, sich gegenseitig wohlzufühlen, sondern man muss ja so eine Kontakte auch nutzen, um sie politisch wirksam zu machen. Und es ist unter anderem auch auf unser Drängen gewesen, dass sie die politischen Jugendorganisationen eingeladen hat, weil es uns wichtig war. Wir kennen uns ja in der Regel in unseren Positionen zwischen den Verbänden aus dem täglichen Austausch und wir wissen ja ganz genau, dass es dort eine große Mehrheit eben auch gibt für die Position, die wir im Kern auch vertreten. Und es ist eben sehr schön bei diesem Treffen deutlich geworden, dass der Vorsitzende der Jungen Union dort der Einzige war, der gegen, wenn man jetzt mal in seinen Jargon verfallen will, gegen die eigene Generation argumentieren, für ein höheres Renteneintrittsalter und so weiter argumentiert hat. Das heißt, es ging uns darum zu dokumentieren, die immer als Interessen der jungen Generation dargestellten Interessen sind gar nicht die Interessen, zumindest nicht der Verbände, die ganz viele junge Menschen in unserer Gesellschaft organisieren, sondern die stellen sich Rente anders vor und die wollen eben von diesem Solidarsystem, von dem Generationenvertrag nicht Abstand nehmen. Ich bin da ein bisschen oldschool vielleicht an der Stelle drauf. Ich habe das mal gelernt, also Generationenvertrag ist nichts anderes als soziale Kämpfe, dass diejenigen in der Gesellschaft, die in Schwächepositionen sind und Hilfe benötigen, sich gegenseitig stützen. Ob es diejenigen sind, die Bildung bekommen sollen, die darauf angewiesen sind, dass die Gesellschaft ihnen kostenlose Bildung zukommen lässt, dass diejenigen, die auf Pflege angewiesen sind, eine ordentliche Pflege bekommen, dass beim Teilhabegesetz mehr gehen muss für diejenigen, die dort was bekommen sollen und dass eben diejenigen, die in der Rente sind, eine auskömmliche Rente bekommen. So, ein Vertrag ist immer etwas, was auf Vertrauen basiert. Und wenn alle beteiligten Parteien dieses Generationsvertrages sich gegenseitig versichern, darum geht es ja am Ende, und glaubhaft machen, dass sie daran festhalten wollen, dann ist das, glaube ich, ein Ring, der schwer zu durchschlagen ist. Frau Rabente, dieser Aspekt auch mal auf DGB bezogen. Gibt es eigentlich zwischen DGB-Jugend programmatisch oder von der Forcierung Unterschiede zum DGB-Bundesvorstand und seiner Rentenkampagne? Gehen Sie weiter? Wollen Sie entschlossener das haben oder sind Sie ganz einverstanden, wie Sie dort repräsentiert werden? Also ich bin ja hier kommunale Vertreterin und deswegen würde ich das jetzt auch mal auf die kommunale Ebene runterbrechen. Wir sind in einem sehr guten und intensiven Austausch mit dem DGB Köln-Bonn als Jugendorganisation. Wir wissen, dass wir grundsätzlich alle das Gleiche wollen, dass wir eine solidarische Gesellschaft wollen. Und als Jugendverband nehmen wir dann unsere Aufgabe wahr, eben unsere Jugendposition auch auf der, ich sag's mal, Erwachsenenebene reinzubringen und die halt einzubringen. Und wir werden dabei auch unterstützt. Also wir hatten jetzt auch mal eine Aktion gemacht, wo wir was zum Thema Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern gemacht haben. Und das sind dann zum Beispiel auch Sachen, wo die Erwachsenen dann sagen, ja, das finden wir jetzt total gut und da wollen wir euch bei unterstützen. Und umgekehrt machen wir das eben als Jugend auch. Das Wichtige ist halt, dass wir da tatsächlich auch im Austausch stehen. Und ich würde jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass wir da eben auch unterstützt werden und dass es da eben zumindest zwischen der Erwachsenenstruktur und der Jugendstruktur jetzt keine großen Diskrepanzen gibt. Herr Ehling, wie ist es bei der Linken? Fühlen Sie sich sozusagen ausreichend repräsentiert durch das programmatische Profil, was da ist, oder gibt es da Divergenzen aus Ihrer Sicht? Würden Sie sich von der Linken wünschen, dass es forcierter geht, dass es dynamischer ist oder dass Sie einen eigenen Akzent setzen?
Naja, ich sitze auch noch im Parteivorstand, deswegen habe ich da auch unmittelbare Möglichkeiten, quasi darauf Einfluss zu nehmen. Aber ich würde mal sagen, die Programme sind bei uns nicht das Problem und auch nicht die Forderung. Die Frage ist immer so ein bisschen, wie kriegen wir das dann durchgesetzt? Also da haben wir ein anders gelagertes Problem als jetzt bei den Jusos. Welchen Weg, also die Umsetzung, und was wäre das, haben Sie da eine Idee, wie Sie da weiter vorankommen können oder was Ihnen vorschwebt, vielleicht auch so eine kleine Utopie, wie es umgesetzt werden könnte? Naja, als Politikwissenschaftler beschäftige ich mich auch relativ viel quasi mit linken Regierungen, was die machen können, wie die was bewegen können. Und wenn man sich das historisch anschaut, braucht es da eigentlich immer einen relativ großen gesellschaftlichen Aufbruch. 1969 gab es den mal mit Willy Brandt. Und da gab es quasi eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung, viel Druck aus sehr linken Gewerkschaften. Und dann ist da was in Bewegung geraten, also richtig was in Bewegung geraten. Aber solange das nicht passiert, bin ich ehrlich gesagt ziemlich skeptisch, dass da substanziell was verändert wird. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne einen Schritt weitergehen und nochmal einen Aspekt aufrufen, der heute am Tag vielleicht zu wenig behandelt worden ist. Und die beiden Damen hier oben zuerst fragen, nämlich die Frage von Geschlechtergerechtigkeit, Sie hatten es gerade erwähnt. Wenn man die Tafeln nochmal im Kopf hat, selbst Österreich war auffällig, dass Frauen in der Rentendebatte massiv vernachlässigt sind, auch jetzt die heute Grundsicherung beantragen, auch überwiegend noch Frauen. Wie sehen Sie das, dass dieses sogenannte Gender-Thema noch die Vernachlässigung der Frauen in der Rentenpolitik, weil sie Erziehungszeiten haben und noch andere Beschwernisse, spielt das aus Ihrer Sicht eine ausreichend große Rolle in der politischen Debatte? Also es ist mit Sicherheit ein wichtiges Thema und es spielt auch eine Rolle in der Rentendiskussion. Allerdings in der Art und Weise, wie es gerade geführt wird oder wie die Vorschläge sind, muss ich sagen, ist eine Richtung, in der es mir nicht gefällt. Denn Kindererziehungszeiten, Mutterschutzzeiten etc., das sind gesamtgesellschaftliche Themen, die gehören aus Steuermitteln bezahlt und nicht aus den Rentenkassen. Natürlich ist das ein Thema, was vor allen Dingen auch Frauen betrifft, aber zum Kinderkriegen gehören noch immer noch zwei. Trotzdem werden Geburtsraten immer nur pro Frau berechnet. Das heißt, auch dieses ganze Thema demografischer Wandel, wenn das immer mit den Renten in Verbindung gebracht wird, dann wird das auch immer irgendwo auf Frauen und auf Geburtsraten reduziert. Das ist auch was mir in der Diskussion einfach nicht gefällt. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und deswegen muss es gesamtgesellschaftlich finanziert werden und es muss auch einfach so betrachtet werden. Das kommt mir momentan zu kurz. Wie erklären sich das jetzt ausgerechnet CSU, das haben wir jetzt nochmal eine Erweiterung der Mütterrente fordert, obwohl es ökonomisch ziemlich klar ist, dass es die falsche Zielgruppe ist, da noch was draufzusetzen. Wie erklären sich, dass die Frauen generell im gesellschaftlichen Diskurs in dieser Frage, Rentenfrage und Gerechtigkeit, ziemlich wenig zu Wort kommen? Ja, wie erkläre ich mir das? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, dass es immer noch eine relativ junge Bewegung ist. Also meine Mutter hat immer gearbeitet. Ich habe drei Geschwister. Sie hat natürlich in Mutterschutzzeiten und auch in geringem Maße Erziehungszeiten in Anspruch genommen, hat aber ansonsten immer gearbeitet. In der Generation davor, meine Oma hat eigentlich bis auf 2-3 Jahre nie gearbeitet. Das ist noch ein relativ junges Thema, dass Frauen im Erwerbsleben stehen und ich finde das auch gut und richtig. Das sollte man natürlich unterstützen, aber das ist natürlich etwas, wo diese Gesellschaft auch immer noch dazu zu lernen hat. Okay. Lernen oder Kampf, wie schaut es aus der Jugend aus? Christine Bayon in Berlin hat ein Buch geschrieben über die Benachteiligung der Frauen im Rentensystem. Das sind gravierende Zahlen, alles durchgerechnet, alles belegt. Ich wundere mich, man könnte ja fast zynisch sagen, nicht nur die Jungen sind gekniffen, sondern die jungen Frauen noch stärker. Haben Sie eine Idee, warum es nicht so einen Hauch von Widerstand gibt? Aber vielleicht schätze ich das auch falsch ein. Ich sehe nur, dass diskutiert wird über Nebenkriegsschauplätze, über Quotensysteme in Vorständen, aber so Substanzthemen wie Frauenversorgung im Rentensystem und sozialen Sicherheitssystemen sind doch ziemlich vernachlässigt. Haben Sie eine Idee, warum? Ich finde das schwierig, das jetzt mit einer Antwort als einen Punkt zu sehen, weil es einfach so viele Dinge kommen, die da reinspielen. Das ist zum einen, dass die Erziehungs- und auch Pflegezeiten, also es ist ja auch häufig so, wenn ein Angehöriger aus welchen Gründen auch immer gepflegt werden muss, dass das auch in der ersten Linie Frauen übernehmen. Dann
kommen noch diese Punkte dazu, dass Frauen eben in schlechter bezahlten Jobs häufig tätig sind und auch in den Jobs, wo auch in den Jobs selber schlechter bezahlt werden als die männlichen Kollegen. Das sind halt alles Punkte, die damit reinkommen. Und dann gibt es ja häufig so den Vorschlag, wenn Frauen an ihrer gesamtfinanziellen Situation, wenn die da so unglücklich sind oder dass die halt benachteiligt sind, ja, die lernen ja auch die falschen Berufe. Und dann frage ich mich auch, sind diese ganzen Berufe, die in erster Linie von Frauen ausgeführt werden, pflegende Berufe, erziehende Berufe, sind die jetzt weniger wert? Gibt es da irgendeine Gerechtfertigung, dass die weniger oder schlechter bezahlt werden als... als eben eher gut bezahlte Berufe? Und da müssen wir halt auch an den Punkten anpacken, dass eben pflegerische und erziehende Tätigkeiten besser entlohnt werden, eben frauentypische Jobs, dass eben aber auch die Lohngerechtigkeit innerhalb von anderen Jobs besser funktioniert. Das sind halt sehr viele Dinge, die wir anpacken müssen. Und natürlich muss es auch möglich sein, dass sowohl Frauen als auch Männer in jedem Job arbeiten können und da keine Steine in den Weg gelegt werden, wie auch immer. Wenn, also so wie ich das auch mitbekomme, ist das ja durchaus auch für Männer teilweise ein Hemmnis, eben in pädagogischen oder pflegenden Berufen zu arbeiten, selbst wenn es der eigenen Neigung entspricht, eben weil immer noch die Vorstellung da ist, ich muss ja auch irgendwann meine Familie ernähren und da auch gar nicht mit dem Gedanken gerechnet wird, vielleicht könnte das auch meine Partnerin übernehmen. Ja, wichtiger, konstruktiver Baustein, was sich ändern kann. Ich glaube, eine CDU-Ministerin hat das ja auch gerade gesagt, Frauen sollen andere Berufe lernen. Nur die Logik dieser Aussage ist ja dann, wer macht dann den Rest? Ich würde gerne nochmal das öffnen, auch für Sie, aber vorher noch einmal unsere Ökonomin aus Berlin bitten, weil sie eben in dem Panel nicht die Gelegenheit hatte, diese Genderfrage und Frauenfrage zu thematisieren. Wie ist Ihre Analyse, warum in der Benachteiligung im Rentensystem Frauen so wenig Widerstand leisten und warum sie das so alles hinnehmen? Also ich nehme das anders wahr. Also ich war auf einem Panel im Oktober von den Deutschen Frauenring. Also die sind da sehr tapfer und sehr kämpferisch. Die sind auch überparteilich zugange. Also das nehme ich anders wahr. Aber vielleicht ist es meine individuelle Perspektive. Also ich kann noch mal wiederholen, was ich gesagt hatte. Also in der gesetzlichen Rentenversicherung ist diese Debatte zumindest da über Mütterrente, Punkte etc. In Österreich übrigens kriegen sie 4 Jahre anerkannt, nicht 3. Nur so nebenbei. In der privaten Versicherung ist es nicht so. Ich weiß nicht, ob die Debatte überhaupt geführt wird, aber ich sehe die nicht. Und ich hatte diese Zahlen angeführt, also dass die, der Pension Pay Gap in der Betriebsrente und in der private Altersvorsorge einfach um ein Vielfaches höher ist als in der gesetzlichen. Hätten Sie konstruktive Vorschläge, was man machen könnte, um dieses Gap auszugleichen? Naja, das haben wir auch schon gehört, ne? Auch von den jüngeren Leuten. Das Problem ist nicht unbedingt vielleicht direkt die Rentenversicherung. Also ja, man muss auch diese Care-Arbeit anerkennen, aber der Grundproblem ist auch in dem Arbeitsmarkt. Und ich finde, manchmal müsste man vielleicht ein bisschen den Fokus auch ändern. Die Frauen müssen zwar vielleicht mehr arbeiten, aber die Männer vielleicht weniger, beziehungsweise die Väter. So ist doch ein gleichberechtigtes Familienleben. Also warum, wissen Sie, sonst haben Sie so ein Modell, der Mann arbeitet weiterhin, also der Vater weiterhin Vollzeit, die Mutter muss dann aber weiterhin, und das ist auch in den Zahlen, der Statistzahlen über Verwendung von der Zeit, ne, dass die Mütter nach wie vor die Arbeit, die private Arbeit, die Care-Arbeit zu Hause haben und dann müssen sie auch noch Vollzeit arbeiten. Also das sehe ich ein bisschen anders. Aber das ist eine gesellschaftliche Debatte. Also das. Sehen Sie die gesellschaftliche Debatte vorankommen? Muss ich da was? Also Frankreich ist da ein bisschen weiter. Also dieser Appell, Frankreich ein bisschen weiter. Wie schaut es bei Ihnen aus? Wollen Sie zu Aspekten noch Fragen stellen, die jetzt die jüngeren Leute eingebracht haben und Ihre Analysen? Besteht die Möglichkeit, das jetzt noch zu ergänzen? Bitte schön. Ich wollte noch eins sagen.
solange es in Deutschland, insbesondere in den alten Bundesländern, massive Anreize gibt für Ehefrauen, in dem Fall für Ehefrauen, nicht mehr als 450 Euro zu verdienen. Ja? Steuerrechtliche Anreize, krankenversicherungsrechtliche Anreize und, darf man sich nicht wundern, dass dann im Alter bei 450 Euro, selbst wenn die der Leistung verbeitragt sind, eine minimale Rente rauskommt. Also da muss man, glaube ich, ansetzen. Diese verquere Orientierung nur in Deutschland, international, europäisch eigentlich kein Vergleich, auf diese geringstfügigen Beschäftigungsverhältnisse sind ein fatales Signal für die Abhängigkeit von Frauen im Erwerbsleben und für die Abhängigkeit im Alter. Spielt da Ehegattensplitting auch eine Rolle? Ja, klar. Das Ehegattensplitting spielt ja auch eine Rolle. In der Regel werden dann die Ehefrauen die Steuerklasse 5 wählen. Wenn sie 450 Euro arbeiten, zahlen sie keine Steuer. Wenn sie 451 Euro arbeiten, schlägt die Steuerklasse 5 voll durch. Erhebliche Abzüge. Da spielt im Übrigen eine ganz große Rolle die Einführung des Mindestlohnes. Ja, wenn jemand 450 Euro verdient hat, der Mindestlohn ist jetzt gestiegen auf 8,84 Euro, entweder die verringern ihre Arbeitszeit oder die rutschen in eine versicherungs- und steuerpflichtige Beschäftigung, dann haben sie aber netto weniger auf der Hand als vorher. Ich möchte nochmal ansetzen an dem, was die Kollegin gesagt hat, die jetzt gerade rausgeht, nämlich, dass die Arbeitszeit also anders gestaltet werden soll zwischen Männern und Frauen. Und ich finde, da gab es heute den ganzen Tag einen Punkt, der mir gefehlt hat, nämlich, dass wir dringend, ganz dringend eine Arbeitszeitverkürzung brauchen bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Dann haben wir mehr Stellen, dann haben Frauen und Männer mehr Möglichkeiten, mit den Kindern was zu machen. Also ich weiß noch, als wir die 35-Stunden-Woche bei der IG Metall durchgesetzt hatten, dann habe ich gesagt, boah, noch 5 Jahre und dann arbeiten wir beide nur noch 30 und wir können uns die Kinder beaufsichtigen oder die Kinder das Leben mit den Kindern viel besser zusammen aufteilen. Das ist ja dann 89 alles gekillt worden. Aber ich finde, da müssen wir dranbleiben und nicht nur auf die Rente schauen, das haben ja auch einige gesagt, sondern auf das Arbeitsleben davor. Und da brauchen wir für die Männer mehr Geld, für die Frauen mehr Geld und wir brauchen eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich, sonst werden wir das Problem nicht lösen können. Und dann sind wir mit den Jungen natürlich auch zusammen. Das ist ja keine Frage, ihr braucht es ja auch. Okay, weitere Bemerkung oder ein Hinweis? Bitte schön, der Mann. Danke. Eine Frage an die Runde. Sie sagten vorhin, das Thema Rente ist noch so fern und Sie haben sich damit noch nicht auseinandergesetzt. Wann, glauben Sie, möchten Sie sich damit auseinandersetzen? Und reicht dann noch die Zeit, was dagegen zu machen? Und der letzte Punkt ist, kennen Sie die Situation Ihrer Eltern? Und also für mich ist mitunter so Rententhema, das ist totgeschwiegen. Irgendwann kommt der Tag, da hört Arbeit auf und dann beginnt Rente und dann ist man überrascht und hat sich jahrelang, ich sag mal, nicht damit auseinandergesetzt. Und so schwer ist es ja nicht, man kann es ja dann schon in der Familie diskutieren. Danke. Kollege, eine Reihe vorher, ganz kurz und dann kommen Sie dran. Ganz kurze Frage. Haben Sie vier sich eigentlich mal damit auseinandergesetzt, wann Ihre 40 Regeljahre Berufsarbeitszeit anfangen sollen? Also ehrlich gesagt, in eurem Alter habe ich mich auch nicht mit dem Thema Rente beschäftigt. Deswegen kann man da keinen Vorwurf draus machen. Aber was sich massiv geändert hat gegenüber der Zeit, als ich in diesem Alter war, ist, dass die jungen Leute heute eben sehr prekäre Erwerbsbiografien haben, sehr gebrochene Erwerbsbiografien. Und ich denke, wenn junge Leute heute an das Thema Rente rangehen, dann ginge das nur über dieses Thema, dass man sagt, Leute, die also ständig wechselnde Beschäftigungen haben, die als Freiberufler arbeiten und so weiter, die beschäftigungslose Zeiten haben, die werden mit diesem Modell einer Rente, die auf einer Normalerwerbsbiografie aufbaut, einfach nicht mehr zurechtkommen. Und deswegen muss das dringend geändert werden. Es muss diese Rente, die für alle Erwerbstätigen gilt,
Und ich würde auch noch mal eine Lanze brechen für die solidarische Mindestrente. Denn sag mal, jemand, der lange Zeit als Freiberufler gearbeitet hat, sich immer vor der Rentenzahlung gedrückt hat und so weiter, der mit 20, 30 Jahren macht er sich keine Gedanken darüber, aber mit 65 oder 67 steht er dann dumm da. Langsam noch der Kollege da vorne auch noch. Das ist, kam noch nicht so viel zu Wort. Ja, ich wollte so ein bisschen das Thema Umsetzbarkeit ansprechen, was Janis vorhin auch schon erwähnt hat. Und das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen heute, weil Bert Rürup hat es eigentlich ganz gut personifiziert, weil er hat damals mit Walter Riester zusammen die Verkrüppelung der Rente empfohlen und lässt sich seitdem von der Versicherungswirtschaft den Arsch vergolden. Und man muss einfach einsehen, das müssen wir alle einsehen, dass es nicht nur darum geht, die Telefonnummer von Andrea Nahles im Handy zu haben, sondern wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es milliardenschwere Konzerne gibt, die das nicht wollen, dass wir eine gute Rente haben. Dessen müssen wir uns meiner Meinung nach bewusst sein. Anderer Punkt ist noch, ich glaube, der beste Weg oder der einfachste Weg für höhere Renten, gerade auch die für Frauen, ist einfach Lohnkämpfe. Und die müssen wir alle einfach mehr unterstützen. Letztes Jahr gab es wichtige Streikbewegungen, gerade im Sozial- und Erziehungsdienst. Da hätten wir alle mehr zu machen müssen. Aber es ist schon mal eine gute Richtung, dass die Stiftung, die Partei und die Gewerkschaft heute schon mal zusammengekommen sind. Das ist schon mal der erste Schritt. Okay. Akzent auf Kampf. Jetzt denke ich, haben alle sozusagen, die sich melden wollten, noch das gesagt. Vielleicht noch jemand? Ich hab hier so ein Gegenlicht. Bitte schön. Dankeschön. Auch wenn die Zeit schon etwas fortgeschritten ist. Ich hatte vor der Mittagspause schon mal um das Wort gebeten. Und ich möchte trotzdem noch ein paar Worte verlieren. Ich komme aus den neuen Bundesländern. Aus Halle an der Saale, Helmstrande. Bin Rentner, bin Betroffener und vertrete dort die Senioren der Stadt Halle. Rund ein Drittel sind dort Rentner. Bitte? Ja, okay. So, was mich bis zur Mittagspause etwas berührt hat, war mein Eindruck, dass die Veranstaltung hier ein bisschen westlastig ist. Ja. Nachdem. Nur mal gerade zum Einspruch, Sie haben ja in der Begrüßung gehört, was die Vertreter der Luxemburg-Stiftung gesagt haben, es gibt einen eigenen Kongress nochmal dazu. Ja, das freut mich, da bin ich da. Nach der Mittagspause und nach dem, was man nach der Mittagspause gehört hat, hat sich mein Eindruck etwas verändert, muss ich auch sagen. Meiner Meinung nach, worum geht es bei der ganzen Geschichte? Es geht nicht um gleiche Renten in Ost und West, sondern es geht um gleiche Alterseinkünfte für gleiche Lebensleistung. Und da geht es um 5 Schwerpunkte, meiner Meinung nach. Es geht nicht um die Stabilisierung des Rentenniveaus, sondern es geht um die Wiederanhebung des Rentenniveaus. Haben wir heute viel gehört. Es geht um die Angleichung des Rentenwertes Ost an den Rentenwert West. Stellt euch mal vor, im 26. Jahr der deutschen Einheit kriegt der Rentner in den alten, neuen Bundesländern immer noch weniger für seine Arbeitsleistung. Unter diesen Rentnern sind viele, die 1989 dazu beigetragen haben, dass die Wiedervereinigung friedlich verlaufen ist oder die sich überhaupt dafür eingesetzt haben. Entschuldigung, ich muss Sie unterbrechen. Ich kriege von mehreren Leuten, die ziemlich böse mich angucken, ein Signal, dass Sie, wenn Sie eine Frage haben zum Jugendpanel, was wenig Platz hatte, die stellen sollen. Es gibt nicht die Möglichkeit, so längere generelle Auskünfte zu machen. Wir müssen auf die Co-Tagung verweisen. Ja, okay. Haben Sie Verständnis dafür? Ich rede trotzdem, die 3 Punkte will ich mal ansprechen. Also muss hier der Mensch... Was heute... Hier, er muss dann eingreifen. In der zweiten Reihe links, machen Sie es ihm klar. Ich bin überfordert. Wir haben Regeln, wir haben Satzungen, man muss auch fair bleiben, du kannst das jetzt nicht zum Co-Referat ausführen.
das hat man die Jugend hier da warten lassen, um darauf zu antworten, auf die Fragen, die alle gerade gestellt werden. Also wenn das ein demokratischer Beschluss ist, nehme ich das natürlich zur Kenntnis. Ja, es wäre mir trotzdem ein Bedürfnis gewesen, meine Gedanken zu Ende zu bringen. Also einfach der Vorschlag konstruktiv. In Potsdam ist ausführlich Zeit. Ich würde gerne jetzt rübergeben, dass wir nochmal eine Runde machen, dass jeder hier auf dem Podium aus den Aspekten, die jetzt vom Publikum kamen, nochmal konstruktiv antwortet. Und es waren ja Dinge dabei, die auch nochmal schon eben angedeutet worden sind. Vielleicht würden Sie, Herr Ehling, beginnen und Ihre Sicht, was Sie aus den Fragen rausziehen, analytisch zusammenfassen. Genau, ich habe natürlich auch ein großes Bedürfnis, das mitzuteilen, was ich zu sagen habe. Das wird vielen hier so gehen, deswegen begrüße ich das, dass das jetzt ein bisschen schneller ging. Hier in der, aus der zweiten Reihe, Sie hatten gesagt, ja, wann wollen Sie sich dann mal Gedanken machen? Ich glaube, so kommen wir an der Stelle nicht weiter. So allgemeine Appelle an irgendwelche anderen Gruppen, dass die doch mal tun, Sachen tun müssten. Ich glaube, da sind wir besser beraten, wenn wir mal gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten und was können wir da tun? Und ich glaube, das sind, der Rürup hatte ja, Herr Rürup, Entschuldigung, hatte ja vorhin gesagt, das Rentenkonzept von Matthias oder von der Linken sei unrealistisch, weil das nicht angepasst ist an die Arbeitsrealität. Aber ich meine, die Arbeitsrealität wurde ja von der Politik auch angepasst, gerade im Bereich Niedriglohn, Kettenbefristung, Teilzeit und so fort. Da könnte man, glaube ich, eine ganze Menge machen und wo auch, glaube ich, meine Generation mit dabei wäre. Dann gab es noch die persönliche Frage. Ich glaube, bei mir ist das mit den 40 Beitragsjahren schon im Arsch. Entschuldigung, weil ich mich einfach zu spät entschieden habe. Ich habe auch mal ein halbes Jahr selbstständig auf dem Bau gearbeitet und alle möglichen Sachen gemacht. So, und genau, deswegen ist es bei mir einfach schon, ich bin quasi betroffen und höchst motiviert, dass sich da was verändert. Dann noch mal ganz kurz. Ich fand nochmal den Punkt mit dem Finanzmarktkapitalismus wichtig, weil ich glaube, das ist deswegen so schwer zu verändern, weil sich der jetzige Finanzmarktkapitalismus erst durchgesetzt hat wegen der Privatisierung der Rente. Also das war Anfang der 80er in Kalifornien, das kann man relativ gut nachvollziehen. Die Finanzmärkte mussten ja irgendwie kapitalisiert werden, da musste ja irgendwo das Geld herkommen und das war, weil die Renten privatisiert wurden, weil dann auf einmal Riesenhaufen Kapital einfach relativ ungebraucht, ungenutzt zur Verfügung stand. Und deswegen, glaube ich, geht das an den Kern der Verteilungsfragen und deswegen dürfte das nicht so einfach werden, denke ich. Aber wir sollten es machen. Frau Rabente, was ist Ihre Bilanz? Das war ja, ich meine, das war ja freundlich formuliert, aber es war ja so mal schon ein Stupser, um es mal neudeutsch zu sagen, und genatscht. Wie empfinden Sie das? Das war ja nicht bösartig gemeint, aber so Ihrer Generation das vorzuhaben. Wie nehmen Sie das wahr? Also, dann gehe ich jetzt auch mal auf die persönliche Ebene. Ich habe auch Freunde bei mir, die halt sehr früh sich Gedanken darüber gemacht haben, ich muss was für meine eigene Absicherung tun, ich muss was für meine eigene Altersvorsorge auch machen und die Ausbildung gemacht haben und jetzt gerade in prekären Beschäftigungen festsitzen. Und wo ich mir denke, hättest du vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch in deine Bildung investiert, vielleicht würde es dir jetzt besser gehen, aber das kann ja auch nicht der Ansatz sein. Ich denke mir, für mich vielleicht war es auch gut, dass ich mir nicht zu früh Gedanken um meine Rente gemacht habe und Sorgen um meine Rente gemacht habe, weil sonst wüsste ich jetzt nicht, ob ich jetzt bald meinen Master fertig habe. Das ist eine immer sehr individuelle Geschichte und wir haben so viele individuelle Lebensläufe und bei einigen dauert die Bildungsgeschichte länger, bei manchen geht sie schneller und es gibt einfach für gar nichts eine Garantie. Und da müssen wir auch uns einfach mal bewusst machen, wir leben nicht in einer sicheren Gesellschaft, in der man sagen kann, der Weg, den du jetzt gehst, damit gehst auf 100% Sicherheit, damit geht es dir gut und damit fährst du super. Das gibt es nicht mehr. Das ist die Realität, in der wir uns als die Generation vor Augen haben. Und da müssen wir einfach mal sagen, ob es jetzt junge Menschen gibt, die eben etwas mehr Zeit in die Bildung investieren, ob es jetzt junge Menschen gibt, die sagen, ich möchte früh ins Berufsleben einsteigen oder die halt längere Zeit brauchen, um sich zu orientieren und von mir aus 2-3 Ansätze machen. Das müssen wir als Gesellschaft mittragen. Das Wichtigste ist, dass wir...
ich meine, da sind wir auch an dem Punkt, unsere Gesellschaft, die entwickelt sich einfach weiter und dieser ganze Bereich mit Digitalisierung 2.0, das erfordert ja auch, dass eben die Menschen auch qualifiziert sind und auch diese Sache mit, man hat mal was gelernt und dann ist man durch, das ist ja auch nicht mehr so. Deswegen müssen wir auch an den Punkt kommen zu sagen, diese ganzen Lernprozesse, Bildungsprozesse, die müssen wir einfach auch vor Augen haben und eben dann nicht sagen, nur weil jetzt jemand auch vielleicht mal Lücken in seiner Biografie hat oder weil eine Person jetzt eben nicht so einen geraden Weg gegangen ist, dann, dass die halt hinten rüberfällt. Wir müssen aufhören, dieses Problem zu individualisieren und wir müssen anfangen zu sagen, wir als Gesellschaft, wir bestehen aus Individuen und wir müssen die Lebensgeschichte eines jeden Individuums respektieren und auch annehmen. Und dann ist es halt auch der Punkt, wie gehen wir damit um oder lassen wir die Menschen einfach fallen. Okay. Vielen Dank. Herr Kühnert, was ziehen Sie raus aus den Stellungnahmen, Positionen, aus dem Publikum? Was ist da Ihre Quintessenz, vielleicht auch in die Zukunft gerichtet? Zwei Sachen sind das, glaube ich. Das eine jetzt nochmal die individuelle Ebene. Ich glaube, um uns vier muss sich keiner jetzt riesige Gedanken machen. In vielerlei Hinsicht bringen wir wahrscheinlich bessere, na nicht Voraussetzungen mit, aber sind vielleicht in einem besseren Umfeld, als das andere sind. Ich glaube, wenn es darum geht, wenn jemand einer jungen Generation heute was Gutes tun will, auch mit Blick auf Alterssicherung, dann geht es vor allem darum, ein Lebensumfeld zu schaffen, in dem überhaupt der Kopf frei sein kann, um sich mit solchen weichenstellenden Fragen auseinanderzusetzen. Weil über meine sozialen Fragen der nächsten 40, 50 Jahre kann ich mir besser Gedanken machen, wenn ich überhaupt erstmal meine sozialen Fragen des Alltags auf die Reihe gekriegt habe. Und das heißt für ganz viele... Das heißt für ganz viele, die in unserer Alterskohorte unterwegs sind, zum Beispiel, dass wir an Themen ran müssen wie Mindestauszubildendenvergütung, dass wir an Themen ran müssen wie elternunabhängiges BAföG, dass wir an Themen ran müssen wie Übernahmegarantien. Das sind wirklich Dinge, die politisch in unserer Altersgruppe zu organisieren sind, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, den Kopf frei zu haben, sich um andere Sachen zu kümmern. Und das Zweite ist, und das geht dann wieder mehr an uns und an die, die wir involvieren wollen in politische Debatten, nicht nur zu schauen, wie kriege ich das für mich selbst organisiert, sondern zum politischen Subjekt zu werden, zu handeln und dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen besser werden. Wir haben ein paar angesprochen, die sich bewegen lassen. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass es um politische Fragen geht, die man so oder so entscheiden kann, dass es nicht um Alternativlosigkeit geht. Vielleicht um noch zwei, drei andere Begriffe einzuwerfen und auch einen Ausblick noch mal kurz auf 2017 jetzt auf die Bundestagswahl zu geben und wie man sich auch abgrenzen kann. Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und damit auch auf die Rente haben Fragen wie Einwanderung. Wie gehen wir mit Geflüchteten um? Kriegen die einen Zugang zum Arbeitsmarkt und werden damit Teil derjenigen, die einzahlen oder nicht? Kriegen wir ein Einwanderungsgesetz oder bekommen wir das nicht? Kriegen wir eine höhere Erwerbstätigkeit bei Frauen hin und falsche Anreize abgeschafft oder kriegen wir das nicht? Kriegen wir bessere altersgerechte Arbeitsplätze hin, damit diejenigen, die arbeiten wollen, es dann auch tatsächlich noch können oder bekommen wir das nicht hin? Und ich glaube, das sind in kurzen Stichworten 3-4 Punkte, wo man ausnahmsweise mal wirklich schön sezierend durch den politischen Raum hindurch eine Rechts-Links-Aufteilung im groben Schema aufmachen kann. Und wir sollten uns bitte doch alle miteinander nicht nur für dieses Jahr, sondern darüber hinaus darauf fokussieren, zu schauen, wie wir daraus eine echte Gemeinsamkeit, einen linken Gesellschaftsentwurf machen, damit wir das dann irgendwann mal umgesetzt kriegen, weil ich glaube, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Frau Detlefsen, Sie jetzt die letzte, haben das letzte Wort, weil vorne die Herrschaften werden schon super unruhig, aber trotzdem sollten Sie noch sagen und die Runde soll vollständig sein. Ziehen Sie was aus diesen Stellungnahmen aus dem Publikum für Ihre praktische Arbeit? Jetzt sind Sie schon in der Tarifkommission. Nehmen Sie was mit, jetzt spezifisch auf unser Panel zum Schluss, auch in der Perspektive. Das habe ich immer gern so, dass ich das letzte Wort habe. Das halte ich meistens so. Ja, ich nehme was mit aus dem heutigen Tag. Zum einen Thema 40 Jahre. Ja, ich mache mir darüber Gedanken, sonst wäre ich heute nicht hier, wären die Kolleginnen und Kollegen auch nicht hier. Sie alle wären auch nicht hier, wenn sie das Thema Rente nicht interessieren würde. Ich habe jetzt ein Viertel geschafft. Die Frage ist, was bringt mir das, wenn ich die anderen 3/4 auch noch schaffe? Ich habe nämlich Angst davor, dass sich unsere Gesellschaft so ändert, dass es mir überhaupt nichts bringt, diese Jahre voll zu kriegen, weil ich davon am Ende gar nicht mehr profitiere. Mein Wunsch ist, dass es eine Gesellschaft gibt, die gerecht ist, die füreinander einsteht, wo sich die eine Generation um die andere kümmert, denn keine Generation existiert für sich alleine. Ich persönlich nehme noch mal mit, dass ich mich weiterhin dafür einsetzen werde, auch im Rahmen Tarifarbeit und auch Betriebsarbeit, vor allen Dingen aber natürlich bei Tarifpolitik, denn da kann man aktiv selber was gestalten. Ich lade alle ein, irgendwie aktiv zu werden und sich um die eigenen Anliegenheiten zu kümmern, im Interesse von allen.
Wir werden dieses Jahr das Thema angehen, Tarifierung schulischer Ausbildungsberufe. Es gibt eine Menge Berufe, gerade Pflegebereich, wieder Frauenberufe, die nicht tarifiert sind, wo es für die Ausbildung kein Geld gibt. Die bringen teilweise noch Geld mit. Wir werden einen weiteren Wurf machen ab 2019 im Sozial- und Erziehungsdienst, auch ein klassischer Frauenberuf. Das sind Themen, wo ich mich weiterhin einbringen werde und generell auch dafür, dass Löhne steigen. Denn ich glaube, das ist der einzige Weg, um ein Rentensystem, was umlagefinanziert ist, zu sichern. Denn nur davon, dass die Menschen mehr Löhne bekommen, gibt es auch mehr Rente, weil Gewinne zahlen nicht in Sozialversicherungen ein. Vielen Dank nochmal für diesen perspektivischen Ausblick. Auch vielen Dank an alle Beteiligten hier. Es war so ein bisschen auch eine Diskussion mit den Beteiligten zwischen Morgen und Grauen. Wir sind noch nicht ganz am Ende, weil jetzt kommt was Wichtiges. Bitte? Ich wollte nur ein kleines Bonmot. Die sind ganz ungeduldig, weil er hat den ganzen Tag an der Rede jetzt geschrieben, die erhalten wird. Es wird ungefähr so lange sein wie von dem rentenpolitischen Sprecher. Also die Zeit haben sie noch. Ein letztes Bonmot dazu, was mir natürlich, wie heißt es heutzutage im Internet, gefunden habe, was man vielleicht die ganze Diskussion abschließt. Die uns bis 70 arbeiten lassen wollen und die keinen mehr über 50 einstellen, das sind dieselben. Finde ich ein ganz schöner Slogan als Überleitung für Peter Rahne, den alten Haudegen. Ich kann Ihnen nur sagen, er müsste Kongresse vorbereiten, der nervt einen bei Qualitätssicherung, Qualitätsverbesserung auch nachts um eins mit Telefonaten. Das ist sein Stil, aber alter Funktionär. Und jetzt kommt das Schlusswort, also 10 Punkte als Konsequenz aus diesem Kongress. Nein, wir sind schon gemahnt worden. Hier ist ja auch ein kommerzielles Theater und die brauchen den Raum. Von daher kann ich leider gar nicht das alles sagen, was ich mir so vorgenommen hatte. Lasst mich, und ein Schlusswort ist das mit Sicherheit nicht. Ich bin sehr froh, diesen spannenden Tag hier erlebt zu haben. So, und ich glaube, viele werden hier, und einige haben es ja auch gesagt, weggehen mit neuen Denkanstößen. Und dafür ist die Stiftung da, dass wir Diskurse organisieren und dass wir versuchen, Meinungen, ob sie uns nun gefallen oder nicht, im Original uns anzuhören und zu überlegen, wo gibt es nicht doch noch Gemeinsamkeiten. Und da habe ich zwei politische Dinge, die ich von hier mitnehme. Ich habe wirklich mit großer Freude gehört, dass die Sache mit der Erwerbstätigenversicherung sehr gute Chancen hat, dass wir da hinkommen. Ich habe wirklich mit großer Freude gehört, dass die Meinung da ist, wir dürfen dieses Rententhema nicht der AfD in die Finger fallen lassen. Es besteht allen Grund zur Sorge, dass das also in einer Weise gemacht wird und in einen Wahlkampf reinkommt, was sozusagen die ganze Auseinandersetzung nochmal zusätzlich erschwert. So viel zu meinen Denkanstößen, die ich hier gekriegt habe, aber zum Schluss der Dank an das sachkundige, fachkundige, engagierte und unglaublich disziplinierte Publikum, die hier mitgemacht haben. So, dass der Dank an unsere Referentinnen und Referenten, die nicht nur sozusagen in ihrem Fach drin waren, war auch verdammt gut vorbereitet. Ich habe also gestaunt. Und alles das war nur möglich, weil wir einen Moderator hatten, der noch besser vorbereitet war und das auch rausgekitzelt hat und damit gesorgt hat. Es gehört zu den politischen Tagungen, Ereignissen, die unvergesslich bleiben werden. Vielen Dank, Thomas.